Hallo, meine Lieben. Es ist jetzt 5:29 Uhr, also halb sechs. Ich bin heute extra etwas früher aufgestanden, weil ich heute viel vorhabe. Ich will heute jetzt endlich mal zu dieser blöden Mine hin. Und deswegen, warte mal, habe ich jetzt hier noch. Machen wir uns jetzt erstmal fit. Gekochte Leber. Die essen wir mal und dann trinken. Wie sieht es hier aus? Hier ist doch noch Wasser drin, ne? Ja, jetzt nehmen wir nochmal Wasser mit. Hauen uns so ein Ei rein und hier sowas. Dass wir unsere Werte mal richtig hoch machen. Kann ich nochmal trinken. Und nimm noch Wasser mit. So, jetzt sind wir hoch. So, da oben. So. Das ist voll alles. Dann könnten wir noch vielleicht noch ein bisschen Gemüse gebrauchen. Dann ernten wir mal so eine. Hauen hier gleich wieder eine rein. Die hauen wir uns auch noch rein. Und hier so eine Gurke ernten wir noch. Und die Maispflanze, die können wir für unterwegs zum Knabber nehmen. Packen wir auch gleich wieder rein. So, ist das alles fertig? Kann man den schon ernten? Nein. Dann warten wir auf den Regen. So, die Werte sind alle ziemlich weit oben. Ich bin ja echt früh dran, ne? Dann können wir noch mal eben hier. Ach, pass auf, den machen wir die mal irgendwie. Keine Ahnung, ich muss da mal langsam mal so einen Ständer bauen. Das machen wir aber nicht jetzt. Ich nehme jetzt hier noch mal so viele Steine, wie ich habe, rein. Und ich will jetzt endlich in diese doofe Mine reingehen. Und zwar nehme ich mir nämlich diese Sachen mit, damit ich mir da Lampen reinsetzen kann in die Mine. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Aber die Federn können wir noch wegpacken. Hier hatte ich doch auch noch so ein Ding. Das kann er auch rein. Ja, das nehmen wir jetzt hier so mit. Das hält noch eine Stunde. Das noch 7 Stunden. Ja, da haben wir noch was für unterwegs. So, was kostet jetzt diese platzierbare Möbellampe? 10 Pflanzenfasern und 5 Eisenbrocken. Das heißt, ich habe keine Pflanzenfasern in der Tasche. Echt, Potzblitz. Dass es sowas gibt. So, dann nehmen wir mal 20 mit. Bestätigen. So. Weil dann möchte ich mir nämlich da in die Mine, werde ich mir mal so ein Dings reinstellen. Können wir da irgendwie noch reinpacken? So. Muss ja echt mal aufräumen, ne? Das Fett. Machen wir auch nicht. Verband nehme ich lieber mit. Ja, genau, wegen sowas. Wo bist du? Hast du auf, hier rumzuballern? Arschloch. Fett. Na gut. Können wir den wieder wegpacken. Ich hoffe jetzt, wenn ich jetzt die Tür zumache, dass sie auch zu bleibt und da keiner reingeht. So, Waschbär und sowas. Ich gucke jetzt nochmal hier mein Essen. Da ist ja alles voll, ne? Auch hier noch eine Lampe in der Ecke. Ich mein Essen besser sehen kann. So, und da, da fehlt was. Habe ich das nicht voll gemacht? Ich hoffe, das war ich. Ich nehme mal ein Fleisch mit. Ach so, glaube ich, hatte ich mitgenommen, ne? Das nehmen wir mal mit, so. Jetzt hoffe ich, dass da keiner beigeht. So. Wie geht's in meiner Spitzhacke? Mal weg. Ist doch mal weg da. Oh, die ist fast kaputt. Dann würde ich sagen, mache ich mir gleich nochmal eine zweite. So viel Zeit muss sein. Schon wieder das Rezept der blöden Spitzhacke vergessen. Also, ich brauche Spitzhacke. Da braucht man, warte mal, an der verbesserten Werkbank. Oh, wir müssen langsam mal in die Stadt, dass wir irgendwie Rezepte finden. Das wäre echt so schön. Die verbesserte Werkstatt, und könnte ich so eine Eisenspitzhacke machen. Okay, ein Stock, eine Steinklinge, 2 Pflanzenfasern. 2 Pflanzenfasern, ja. Und dann brauchen wir noch einen Stein. Haben wir noch einen? Und einen Stock. So. Dann einmal den Stock herstellen. Ein Stock, das. Und 1, 2. Zack. Dann haben wir jetzt noch eine zweite im Rucksack, was ich sehr angenehm finde.
Ich weiß nicht, ob ich eine Kiste mitnehme. Ich glaube, ich würde erstmal so hingehen. Ich glaube, ich möchte keine Kiste mehr. Wie weit ist denn die? Die ist doch gar nicht so weit, die Mine, ne? Oder nehme ich doch eine Kiste mit? Ah, dann dauert das wieder ewig, bis ich loskomme. Nee, ich gehe mit. Wir gehen so hin. Nein. Hä? Ist mein Speer? Habe ich keinen Speer mehr? Ich habe keinen Speer mehr. Oh. Nein, ohne Speer ziehen wir natürlich nicht los. Wieso habe ich da keinen Speer mehr? Ach, der ist wahrscheinlich kaputt gegangen eben bei dem Vampi, ne? Das siehst du mal, jetzt weiß ich auch schon, warum ich um 5:30 aufgestanden bin. War das doch wieder ewig dauert, bis man loskommt. 5 Pflanzenfasern, eine Steinklinge und 3 Stöcke. Oh Gott. Okay. 2 Stöcke. Haben wir hier noch einen Stein. Jo. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Boah. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Hey, muss das jetzt sein? Ja, Stern. So, den. Den 3 Stücke. Und 3, 4. Aber ich habe doch... Kann ich nicht schon Knochenspeer halt machen? Kann ich nicht schon Knochenspeer machen? Gegenstand Knochenspeer. An der Werkbank. Oh ja, stimmt. Ich könnte auch einen Knochenspeer machen. Der ist bestimmt besser. Und den... Der geht nur verbessert, aber der geht schon. Ein Knochensplitter. Und Knochensplitter machen wir aus Knochen. Und wir haben doch Knochen, ne? Was sind unsere Knochen da? So, wie macht man jetzt Knochen draus? Splitter draus? Bestimmt auch irgendwie so. Warte mal, ich gehe mal eine Werkbank, geht das mal einfacher. So, wenn ich jetzt da, kann ich da jetzt Knochensplitter. 3 Stück kriege ich davon. So, war das jetzt ein Knochensplitter? Auch 3? Wahrscheinlich auch 3, ne? 3. 3, 4, 5. Ja, ein Knochenspeer. Yeah, wie cool. Okay. Krieg die dann noch rein? Jo. Den kann ich aber... Ach, warte mal. Den da rein. Jetzt weiß ich ja... Ich muss hier aber echt meine Kisten aufräumen. Ist ja fürchterlich. So. Ach nee, ach, die wollte ich noch mitnehmen. So. Dann habe ich jetzt... Muss ich mal... Das Reh guckt da rein. Halt, Moment, Reh. Halt, 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 halt. Auf 4. Okay. Oh, wie cool! Was war das denn? Da kann ich wieder einen Köcher machen. Okay, so viel dazu. Reh aufheben. Oh, echt stöhn. Oh. Ach, das war ja geil. Ach, ja, ach stimmt, ich habe jetzt einen Knochenspeer, ne? Der macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Und ich habe gut getroffen. Und ich hatte die Rehe in der Decke runtergestellt. Wenn ich auch sehr das nach, wisst ihr ja. So, dazu. Oh, dann kann ich mir jetzt einen Köcher machen. Oh, wie cool. Und ich kann ja endlich mit Pfeil und Bogen losziehen. Oh, da muss ich doch die eine Spitze gehen lassen. Zack. Oh, sieht das fies aus, ne? Oh, Mensch. Mensch. Tut mir ein bisschen leid, Reh. Oh, nur ein bisschen. Regen müsste doch die Hände auch so trocken werden, ne? So, habe ich jetzt... Oh, jetzt habe ich eine Haut. Oh, wie geil. Oh, ich kann mich gerade noch bewegen. Nochmal. Habe ich hier noch Wasser drin? Ah, nicht mehr viel, ne? Ach, komm, egal. Ende waschen. So, muss das halt reichen. So. Links weg. Nee, weg, hab ich gesagt. So. Was brauche ich für einen Köcher? Ach, und schon wieder geht die Zeit so rum und ich wollte doch zur Mine. Also, Gegenstand da. Ich brauche 2-mal Tierhaut und 2-mal Seil. Und das ist einfach. So, erstmal muss ich mal das ganze Fleisch loswerden. Fleisch, Fleisch. Das jetzt rein erstmal. So. Fleisch, wie viel haben wir denn da vom Reh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Boah, noch mehr als von. Nee, 20 waren es auch. 18 beim Bären, weiß ich jetzt nicht mehr. So, das auch mal da rein. Das hält natürlich nicht lange. Aber egal. So, und da haben wir jetzt den Knochen. Nee, das war da oben. Das
Muss ich mal umbenennen. Das blickt da ja irgendwann keiner mehr durch. So. Und zwei Seile war das, ne? Habe ich hier noch Seile drin? Ja. Eins, zwei Seile. Oh, wie cool. Den. Endlich im Köcher. Oh, wie geil. Oh, das war ja jetzt echt ein Gottesgeschenk. Dieses Räder direkt vor der Tür, ne? So, wie ging das jetzt nochmal? Ach so, das zeigt ja schon automatisch an. Ich hatte doch schon Pfeile gemacht. Genau, die sind da. Und dann nehmen wir die noch mit. Federn 9. Habe ich noch irgendwo Federn? Habe ich... Das ist alles meine Federn, die 9 Stück. Na gut. Ich habe hier keine Steine mehr gerade, ne? So. Ich brauche noch Seil und Stöcke und sowas. Ja, na gut. So viel Zeit muss jetzt sein. Dann nehmen wir erstmal den mit rein hier. Achso, die kann ich mal dann. Da packe ich mal. Wo ist denn das Ding jetzt denn da? So, jetzt habe ich 5. Ah, Steine habe ich natürlich jetzt nicht mehr, ne? Da muss halt Steine holen. Hilft nichts. Ich brauche Steine. Was ist da denn noch? Komm. So was. Was hier alles so rumliegt. Mann, ich muss ja echt gewöhnen. Das habe ich wieder nicht dran gedacht. Ich muss die Tür zumachen, wenn ich weggehe, ne? So, die Tür zu. So, eins. Dann kommen hier wieder oben noch ein Steinklumpen sein. Ach, Mann. Warte mal, kann ich nicht Knochensplitter machen? Knochendingenskirchen? Knochenpfeile, wollte ich sagen. Da. Na, brauche ich auch die bessere Werkbank. Ich will jetzt nur mal eben schnell und da muss ich auch mal. Vogel? Ich will jetzt einen Steinklumpen haben. Oh, da gibt's ja wohl nicht. Ist da. Oh Mann, ich wollte doch zum Minen und jetzt verdaddel ich wieder den ganzen Tag mit so Blödsinn. So, egal. Nee, wo ist denn diese kaputte? Da. Nehmen wir die erstmal. Ah, das mach ich jetzt noch. Kann ich auch die Dings nochmal voll machen. Schmiede. Muss ich bloß das drauf achten, dann muss ich ein paar liegen lassen. Dass ich nicht überladen bin. Ach, 50, okay, geht nicht mehr. Denn. Essen wir mal das und das. Schon geht das wieder. Was wiegt denn so ein Stein eigentlich? Na gut, okay. Ja, Vogel. Ha, gleich habe ich Pfeile. Dann bist du dran. Wenn man erstmal Pfeile hat, so, dann kann man ja auch die Vögel erwischen und kriegt dann wieder neue Federn und so. Und dann ist man erstmal über den Berg. Aber das muss man natürlich erstmal schaffen. Aber läuft. Jo. Also. Dann brauche ich... Die Seile brauche ich noch. Seile. Das war irgendwie mit 20 oder 25 oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Achso, ich kann ja gar nicht... Moment, das ist alles voll. Das kann ich die Seile gar nicht machen. Aber die kann ich doch da reintun, ne? So, 1, 2. Kriege ich die Seile überhaupt noch hier unter? Ich weiß nicht mehr, wie war das mit den Seilen nochmal, mit den Pflanzenfasern und Seilen, aber sicher gleich. So, mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Eine Kappe? Oh, da kann ich eine Kappe machen. Oh. Ich kann mir eine Kappe machen. Ah, wie cool. Machen wir mal, wa? Zack, Kappe. Was ist denn mit der Kappe? Eigentlich? Ich habe ja noch gar nichts an. Ich renne ja die ganze Zeit so. Was sind so da? Zeit. Muss ich in die Kappe? Habe ich hier jetzt schon auf? Kappe. Gewicht 1 wird als Werkzeugschutz minus 5 Hitze. Ja. Bringt ja auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Aber besser eine Kappe als gar nichts an, ne? Gut. Das kam jetzt so irgendwie dazwischen. So. Jetzt habe ich doch alles, ne? Warte mal, wenn ich jetzt 5, ich glaube 5 war das, immer könnte man machen. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Na, gib's mal auf. 5. Was fehlt jetzt noch?
Die hier noch? Ne, Federn. Logisch. Ja. Yes. Jetzt können wir noch eins. Jetzt muss ich einzeln machen. Ding. Also, ich habe kein Seil mehr. Jetzt kommt da echt ein Bär. Aber ich kann man denn nicht hier mal in Ruhe irgendwas machen? Ruhe, Bär. So. Fünf. War es nicht fünf? Nee. Hä? Aber jetzt muss ich mal die nehmen. Dann wie viele Seile macht er dann? Fünf Seile macht er dann. Okay. Dens. Ach nee, jetzt mal viel mehr Stöcke wieder. Ach, was machst du denn da? Sehen. Ja. Jetzt aber ein Stock, ein Seil, ein Dings, ein das. Zack. Eins, zwei, das, das. Das ist aber echt nervig, ne? Dass man das so einzeln machen muss, wenn man nicht gerade fünf hat. Das, 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 das. So. Jetzt können wir die da reinmachen und haben jetzt 14 Pfeile. Yeah! Dann wäre jetzt noch ein Bogen nicht schlecht. Dann packen wir die da rein. So. Jetzt brauche ich hier noch eine Pflanze. Jetzt kriege ich jetzt einen Mangel an Pflanzenfasern oder was? 20 brauchte ich, ne? Für die Lampen. So, und das kann jetzt weg. Brauche ich das schon wieder her? Von dem Vampir. Ach, habe ich jetzt keine Lust zu. So. Und wir sollten natürlich, wenn wir schon Pfeile haben, ist auch den Bogen mitnehmen. So, das war jetzt der fast kaputte, glaube ich, ne? Auf der 2, oder? Ich muss noch mal gucken. Nee, warte mal. 2 ist die neue. 3 ist die fast kaputte. Okay. Dann muss die, bleibt die hier. Und dann nehmen wir den Bogen mit. Auf der 3 haben wir jetzt den Bogen. Nee, aber eigentlich möchte ich das mal anders haben. Ich möchte gerne das mal jetzt richtig rum haben. So, den dahin. Den dahin. Und den. Komm her, du. Oh. Dahin. So. Speichern. Da da draußen einer rumlungert. Und die machen wir auch mal zu. Man weiß ja nie. Oh Mann, geh weg, Bär. Ich will jetzt nicht kein Bär mehr. Wo ist der denn? Hoffentlich ist er weit weg. So, zur Mine müssen wir jetzt erstmal zur Straße hin. Nehmen wir den. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist ein Stein, ne? Das ist aufregend. Es ist schon wieder so spät jetzt. Ich laufe jetzt mal Straße lang. Und dann rechts. Da ist er. Oh. Ich hoffe, ich kann die Lampe da drin aufstellen. Ich habe noch gar keine Wildschweine oder sowas gesehen, ne? Und Ziegen soll es jetzt auch geben. Ich frage mich, wo man die sieht. So, jetzt sieht es so hell aus, aber wenn man drin ist, wupp, dunkel. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Ah, wirklich versehen tut man nicht. Oh, es ist gruselig hier drin. So, jetzt will ich das mal probieren. Also, jetzt machen wir mal. Nee, Quatsch. Das. Nein. Platzierbares Möbel. Fackel. So. Oh, das geht aber scheinbar. Weg. Naja, viel Licht bringt sie nicht. Aber ein bisschen was sieht man, ne? Zumindest weiß ich jetzt wieder, wo der Ausgang ist. Aber das ist auch nicht so der Burner hier. Ich glaube, ich brauche doch eine Fackel. Anders wird das nicht gehen. Oh, ist da hinten ja nicht heller? Kann ich hier mal durchgehen?
Hier ist was Dunkles. Was ist das denn? Da, das ist irgendwie, warte mal. Hier, vier. Vier. Warte, nach vorne gucken. Hä, das sah eben so aus wie irgendwas. Nee, da ist ein Klumpen. Ich sehe nix. Das sah doch eben aus wie ein Klumpen. Ich will hier nicht weggehen vom Eingang. Das ist ja nur normal Stein. Oder was ist, wenn man jetzt hier die Steine kaputt macht? Oh, ich brauche eine Lampe. Also ich muss ja doch eine Fackel machen. Hilft nichts. Ohne Fackel ist das hier Mist. Ich dachte, das geht wieder mit einer Lampe. Was ist das jetzt hier? Bleierz. Ist auch nicht verkehrt. Lehm. Oh, wie cool. Wie, das Lehm drin. Lehm. Steine, ich komme. Ich brauche noch drei Lehm für dieses eine Dach. Ich denke, hier ist irgendwie Kohle drin. Nur noch Kohle abbauen können. Ich muss doch eine Fackel machen. Hilft nichts. Deinen Stein brauche ich jetzt noch auch nicht. Was ist da noch? Bleierz? Bleierz braucht man ja auch irgendwann mal, ne? So, wo ist jetzt das Ding da? Aber wenigstens kann ich anhand des Lichtes jetzt sehen, wo es rausgeht. Oh, Pilze. Enten. Okay, was brauchen wir für so eine Fackel? Hat keinen Sinn ohne Fackel. Aber ich kann gar keine Fackel machen, weil ich ja meine Taschen voll habe, ne? Müsste ich irgendwas hier lassen. Mist. Nee, das ist irgendwie nicht so der Burner. Wenn ich jetzt mal die hier hinstelle. Ich wollte ja noch eine zweite Lampe machen, aber ich glaube irgendwie, das ist Quatsch mit der Lampe. Das bringt nichts. War nur so eine Idee. Aber ich sehe mit der Lampe auch nicht viel mehr. Und ihr natürlich schon gar nicht, ne? Ich bin nur gerade ein bisschen froh, dass ich diese blöden Skorpione ausgestellt habe, weil die sind echt ätzend. Na gut, dann muss ich jetzt nochmal zurück. Die Lampe bringt es irgendwie nicht. Ich kann jetzt keine Fackel bauen, weil meine Tasche voll ist, weil ich ja hier alle Slots voll habe. Müsste irgendwas weglegen, damit ich mir eine Fackel bauen kann, und will ich aber nicht. Und wie weit ist denn die Axt eigentlich? Ja, die ist auch noch neu, obwohl ich kann noch eine neue Axt bauen, ne? Ich geh mal raus kurz. Nein, nicht rausmachen. Lass du das. Wo geht's denn jetzt wieder raus? Ich wollte doch das Licht dahin stellen, damit ich weiß, wo ich raus. Dann nehmen wir mal wieder mit. Das ist Blödsinn. Ist schon wieder der Ausgang verloren? Da. Ich lasse es mal hier, damit man weiß, wo es rausgeht. Ich brauche eine Fackel. So, was brauche ich für eine Fackel? Da. Ein Stock, fünf Pflanzenfasern. Ne, das ist nicht so das Problem. Dann lasse ich jetzt die Axt hier liegen. Eine Axt kann man sich ja mal schnell selber mal neu machen. Aber wie das so ist, hat wieder keiner Stock dabei, ne? War ja wieder klar. Echt jetzt? Ach. Na. Naja, komm, das ist eine Steinaxt, ist schnell gebaut. Kann ich aber eben hier hinschmeißen. So, dann machen wir das mal jetzt hier Ernte. Mal einen Stock. Und dann mache ich mal das. Dann schmeißen wir die hier mal weg. Und machen uns hier einen Stock. Was war das für ein Pflanzenfasern, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Da ist er auch schon. Okay. Dann schauen wir doch mal, wie das mit der Fackel ist. Ist ja gleich viel besser. Aber auf jeden Fall, wenn hier schon mal, dass da Pilze sind. Kann man die eigentlich auch so essen, die Pilze? Ich weiß, dass die für ein Rezept waren oder für irgendwelche... Nicht für die Verbände braucht man die, glaube ich, ne? Ich halte mich jetzt mal nur links. Ich habe so eine Angst, dass... Hier, da ist doch die Kohle. Da ist sie doch. Okay. Eins, zwei, drei Kohle. Oh, das ist ja cool. Und noch mehr Kohle. Ein paar Pilze. Braucht man die nicht für diese medizinischen Verbände? Ich glaube ja, ne? Ich gehe jetzt mal nur links rum, damit ich weiß, dass ich dann wieder rausfinde. Oh, ich finde diese Höhlen so gruselig. So, Pilze.
gerne noch so ein cooles Ding. Was auch noch? Ich werde hier nie wieder rausfinden. Kann man das eigentlich irgendwie auf der Karte sehen? Nee, ne? Die Höhlen? Ne, sieht man nichts. Nur, dass man in der Höhle ist. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück. Such lieber am Eingang rum. Müsste ich jetzt hier eigentlich immer, wenn ich jetzt hier rechts gehe, müsste ich ja wieder zurückkommen, ne? Ich traue mich ja nicht weiter rein. Ich habe Angst, dass eine Fackel irgendwie ausgeht oder so und dann stehe ich hier in der Höhle. Da müsste es eigentlich rausgehen, ne? Glaube ich. Ja, da hinten ist der Ausgang. Ich gucke mal, ob ich hier vorne noch irgendwie so... Ich meinte, ich hätte da vorne noch irgendwo Kohle gesehen. Ach, ist die gruselig. Das kann doch nicht sein, dass es hier in der ganzen Höhle nur ein so ein Kohleklumpen ist. Da geht's raus. Ich mach hier rechts rum. Hier ist auch Ende. Das war echt, echt für drei Stück Kohle. Da riskiere ich hier mein Leben. Oh, da ist noch welche. Ist gut. Gut. Ja, wo ist die Fackel? Ist das hier gruselig, das auch noch. Bleierz. Ja. Finde ich jetzt wieder raus? Oder bin ich jetzt schon wieder zu weit reingegangen? Oh, ich hätte so gerne so einen Grundriss von dieser Mine. Von dieser Höhle. So dass man so ungefähr weiß, wo es so lang geht. Gibt es sowas eigentlich? Bestimmt irgendwo im Internet. Aber wahrscheinlich würde ich mich dann trotzdem verlaufen. So, da geht's wieder raus. Dann gehe ich jetzt mal gerade rechts lang. Vorhin bin ich ja links lang. Oh, das sieht ja irgendwie cool aus, ne? So schön. Bis jetzt bin ich ja nur gerade ausgegangen. Kann ja bitte mal noch mehr von dieser Kohle sein. Jedes Mal, wenn ich sagen kann, ja bitte, ich brauche Kohle, zack, liegt da eine. Als wäre das Programm mich hören würde. Vielleicht ist es ja auch so, ne? Eins, zwei, was hast du, das Gewicht? 43, na gut, muss ich gleich zurück. Oh, sieht das cool aus, ey. Aber ich glaube, ich möchte jetzt zurück. Das ist mir jetzt, glaube ich, alles zu gruselig hier. Ich bin sowieso schon fast überladen. Wenn ich jetzt hier, müsste ich ja nicht zurückkommen, ne? Da ist noch was. Oh ja, da ist noch einer. Na, ah, da gibt es bestimmt bessere Arten, Kohle zu fördern. So ein Extraktor oder so. Na. Na, was ist denn jetzt hier? Oh, 47. Na, das ist gut. Ich will hier wieder raus. Ich glaube, dass es da rausging. Hoffe ich jedenfalls. Oder auch nicht. Ah, da ist noch eine. Dann kriege ich die noch mit. Ich weiß nicht, was die Kohle wiegt. Na, das war zu viel. Schmeiß mal einen Stein weg. Und das weg. Passt das wieder. So, jetzt habe ich aber echt die Orientierung verloren, ne? Scheiße, ich weiß nicht mal, wo es rausgeht. Ich werde für ewig hier in dieser Höhle bleiben. Und hier nie wieder rausfinden. Und hier elendig verhungern und verdursten und krepieren. Irgendwann geht das Licht aus. Mein Essen ist zu Ende. Und ich werde hier in der Höhle sterben. Kann ich jetzt irgendwas weglegen? Was ist, wenn ich das jetzt esse? Und das esse? Ja. Okay.
So, jetzt versuche ich mal, ob ich hier, wenn ich jetzt immer nur rechts rumgehe oder immer nur links rumgehe, dann müsste ich ja da automatisch irgendwann mal rauskommen. Ich gucke jetzt, ob ich jetzt hier einfach nur rauskriege. Gerade Panik. Ist das da hinten? Ist da? Oh, danke schön. Oh, ist das gruselig. Kann ich die noch mitnehmen? Aber no, die fing ja nicht so viel. So, Lämpchen, bleibst du jetzt hier stehen oder nehme ich die mit nach Hause? Weil irgendwie war das auch völlig bescheuert, ne? Die Lampe hier hinzustellen, aber andererseits stört sich ja auch nicht. Ah, oh Gott. Könnte hier natürlich auch irgendwie so Waffenständer mit Fackeln hinstellen oder so, ne? Wäre auch vielleicht gar nicht so ganz doof. Na gut. Das war das Abenteuer. Jetzt möchte ich mal sehen, dass ich möglichst schnell nach Hause komme, bevor jetzt der Bär hier wieder auftaucht. Oder so ein Vampi oder sonst irgendwas Doofes. Jetzt eigentlich nur nach Hause. Ah, und jetzt gleich rechts. So, da muss ich hin. Hier war irgendwo ein Bär. Der hat vorhin die ganze Zeit gebrüllt. Ist der da mal. Nee, ist der Wagen da vor meiner Tür, ne? Ist da oben? Ist hoffentlich der Wagen. Ich hoffe, der Bär ist weg. Muss wahrscheinlich auch meine Tür jetzt wieder reparieren, weil der Vampir da an der Seite gegen die Wand gehauen hat. Aber es war doch eine gute Aktion. Jetzt habe ich keine Axt mehr, ne? Jetzt muss ich mir gleich mal erstmal eine Axt machen wieder. Ist ja alles in Ordnung. Jetzt habe ich ein Leben, glaube ich, gefunden, ne? Ist mein Essen noch da? Jo. Ein. Gut, mir fehlt aber immer noch 3 Leben noch. Verdammt. Gut, dann würde ich sagen, packe ich jetzt hier die Fackel erstmal weg. Und mache mir wieder eine Axt. Achso, hier meinen Kram erstmal wegbringen, ne? Habe ich einen Stock in der Tasche? Nee, habe ich nicht, aber keinen Stein. Hier können wir jetzt ja eigentlich mal. Oh, das passt ja ganz gut. Die Schmiede ist fast leer. Da können wir gleich eine Kohle reinpacken. Schüpp. Oh, voll. Cool. Dann würde ich sagen. Ja, ich mache das mal gleich. Auf welchen Kram. Jo. So. Dann. Die Kohle packe ich jetzt hier rein. Ich muss mir irgendwie mal irgendwann Kisten bauen und mal vernünftig alles. So viel Kohle habe ich noch geerntet. Kam mir gar nicht so viel vor. Ja, doch mehr als gedacht. Na gut. Dann sollte ich mir jetzt nochmal ein paar Kisten bauen, damit ich mal nicht anfange, hier alles in irgendeine Kiste reinzupacken, sondern mal ein bisschen sortiert packe. Aber ich finde, das war schon mal ziemlich gut. Aber ich will es nichtsdestotrotz. Brauche ich jetzt Lehm? Ich will dieses Dach endlich fertig kriegen. Verdammte Naht nochmal. Es kann doch nicht so schwierig sein. Hier haben wir schon mal wieder alles für unser Dings. Für unser Äxtchen. Also ohne Axt möchte ich auch nicht unterwegs gehen. Das hat mir ja auch in den Hintern gerettet, als jetzt mein Dings kaputt ging, ne? Mein Speer. So, warte mal. Wo habe ich denn noch nicht geguckt? Hier. Da ist ja der Ort. Da will ich, glaube ich, gar nicht lang. Vielleicht gehe ich mal da lang. Da habe ich noch nicht geguckt wegen Lehm. Da hinten ist auch ein Kürbis. Was sagen meine Werte überhaupt? Naja, trinken könnte ich mal, ne? Weil ich hatte hier nicht den anderen Lehm gefunden. War das nicht hier? Ich falle hier fast runter. Den ernte ich jetzt aber. Für die Lampen kann ich auch meinen nehmen. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit mit so einem Kürbis in der Hand durch die Gegend zu laufen. Hier war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, genau. Hier war ich noch nicht. Bitte, liebes Spiel, schenk mir Lehm. Damit ich mal endlich ein Dach über dem Kopf habe. Das ist ja wohl nicht wahr, ne? Hier ist ja nix. Ist das hier für eine tote Gegend? Keine Pflanzen. Keine Gürkchen. Kein Mais. Kein Lehm. Nix. Wo bin ich denn jetzt hier? Das ist aber echt
Mager. Also weiter geht, dann stelle ich doch nochmal die Grafik runter. Aber nee, das will ich eigentlich nicht. Obwohl, ich meine, Leben sieht man ja auch so. Wenn dann welcher da ist. Ist aber auch keiner da. Ist aber nicht. Hinten liegt was. Also die Ressourcen, das stand ja auch irgendwo mal in den Updates oder so. Die sind echt wohl eindeutig weniger geworden, ne? Man merkt's. Diese Steine muss ich bei mir auch mal wieder ausfüllen, aber ich will jetzt mir mal die Taschen nicht mit Steine vollpacken. Falls ich jetzt doch noch Leben finde. Oh Gott, wie weit bin ich schon weg von zu Hause? Ganz schön weit, ne? Da komme ich schon Richtung Stadt. Weiß nicht, ob ich das will. Man weiß ja auch gar nicht, was unter diesem Fisch ist. Was ist denn unter diesem Fisch? Diesem Riesentosen. Da ist da ja was ganz Tolles. Was man nicht sehen kann, weil da so ein großer Fisch auf der Karte ist. Ich habe noch keine einzige Kartoffel gefunden, fällt mir auf. Keine Zwiebel. Das ist ein Vogel. Den könnte ich auch probieren. Ich glaube, ich habe den getroffen. Und Lehm ist da. Aber jetzt muss ich erstmal den Vogel holen. Keil. Der Vogel hat mir den Weg gezeigt zum Lehm. Cool. Nee, den. Ach, schön. Versteckt unter dem großen schwarzen Fisch auf der Karte. Ich brauche eigentlich einen noch und dann kriege ich ja endlich das da oben fertig. Aber wann soll ich denn jemals irgendwie Zement und sowas fertig kriegen? Das kann man ja dann nachher auch so fördern lassen, ne? Das werde ich wohl auch machen müssen. Ich werde mal so ein Mehl-Lehm-Ding ins Kirchen da bauen. So. Dann nehmen wir mal den in der Hand. Gucken wir hier mal weiter. Vielleicht ist hier ja noch einer. Stein? Da ist auch einer. Yeah! Okay, wo bin ich denn jetzt? Hier. Die oberhalb der Fischnase. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so irgendwie per Zufall ist. Oder ob die feste Stellen haben, wo sie zufällig immer wieder auftauchen. Das weiß ich gar nicht. Wie das so generiert ist mit der Karte. Aber ist auch ganz gut, wenn man sowas nicht weiß. So ein bisschen was Mystisches soll ja bleiben, ne? So, dann würde ich jetzt aber schon mal... Nein, da. Ha? Ah, da bin ich doof jetzt. Achso. Zurück. Oh, noch ein Kürbis. Das ist ja schön. Hier können wir mal eine kleine Kürbisplantage anlegen. Aber immer nur die Kürbis. Ich meine, die fällt natürlich auch so ein großer Kürbis, ne? Ich würde gerne mal irgendwie sowas wie Kartoffeln finden, weil Kartoffeln kann man super nehmen, um Biodiesel herzustellen, weil die so wenig Platz in der Kiste nehmen, weil es ist ja irgendwie so, bisher war es immer so, dass du, ob du eine riesen Melone hast, gibt ein verdorbenes oder eine Kartoffel gibt ein verdorbenes. Aber wo ein so ein Kürbis liegt, da kannst du ja auch wieder 5 Kartoffeln hinlegen oder 4 oder mehr sogar. Warte mal, so kurz gucken. Ja, 4. Dann kommen erstmal mal 2. Irgendwie gibt es ja ganz schön viele Kürbisse. Das liegt eben halt, wie gesagt, daran, dass man sie so gut sieht. Aber ich meine auch gelesen zu haben, dass jetzt nicht in allen Regionen alles wächst. Also wahrscheinlich gibt es irgendwie Ecken, wo Kartoffeln wachsen und Ecken, wo Kürbis wachsen. Vielleicht ist jetzt jemand anders, hat woanders gebaut und ärgert sich, dass er keinen Kürbis für seine Lampe findet. Weil die alle hier wachsen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wisst ihr das? So, da muss ich lang. Jetzt hier, man muss was aufpassen hier. Ich glaube, hab das Gefühl, bei diesem See ist der Bär hier, wo diese Berge sind, dass hier der Bär irgendwie rumschleicht. Und da geht's ja gerade aber richtig gut, ne? Achso, wir sind schon wieder zu Hause. Schön. Kann ich eigentlich mein Dach fertig machen? Yippie, yay, yay. Komm, dann können wir ja nochmal ein Steinchen mitnehmen. Ach nee, oder? 43. Kriege ich den Stein noch mit? Wir werden sehen. Ich habe nämlich kaum noch Steine. Dann wird das mal Zeit für so einen Extraktor, ne? Fürchte ich. Und ich muss jetzt irgendwie sehen, wie ich an Biodiesel komme. Oder ich muss wirklich sehen, dass ich sowas wie Fleisch irgendwie vergammeln lasse oder so. Das werden wir auch nicht hinkriegen, ja, ne? Ah, gleich kann ich mich nicht mehr bewegen. Ugh.
zu Hause da. Schleppe ich mich nach Hause. Jetzt würde ich mir auch so eine Autorun-Taste wünschen, die man so anklickt, wo er dann von selber läuft, wo man dann nur noch so mit der Maus steuern muss, wo er hin soll. Gibt's hier aber nicht. Aber ich kenne sie nicht. Kann auch sein. Es liegen hier so viele Steine und ich kann keine mehr mitnehmen. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ich könnte ja noch einen Kürbis essen. Wie Durst. Gibt das nicht auch gegen Durst? Sowas hier und sowas. Nee. Hat's auch nicht. Auch 60 Kilo in der Tasche. Okay. Na gut, das ist ein Argument. Das ist so schön mit den Blumen hier, ne? Natürlich wäre das Spiel viel einfacher, wenn man das runterstellen würde von der Grafik, aber schöner ist es ja so, ne? Finde ich jedenfalls. Habe ich die Tür wieder offen gelassen? Oh nein, ich habe die Tür wieder offen gelassen. Verdammt! Wir. Oh nein, ich habe wieder nicht dran gedacht. Ich war so lange weg. Ich mach da gar nicht hingucken. Na, es war aber kein Waschbär da, zum Glück. Oh, Gott sei Dank, ey. So. Steine da rein. Muss unbedingt noch mehr Steine besorgen. Und dann... Ach, endlich ein Dach im Kopf. Yeah, meine Bude ist zu. Oh, yippie. 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 Oh, ich freue mich. Da freue ich mich jetzt richtig drüber. Und als nächstes brauchen wir hier in der Butze Fenster, würde ich mal sagen, ne? Jetzt ist sie zu. Oh, ist das schön. Ich möchte ja ein bisschen so Zettel hier machen. Tür zu. Dass ich das nicht immer vergesse. Das würde mich so ärgern, wenn ich nach Hause komme. Und stell mal vor, mein ganzes tolles Fleisch, das wäre alles weg. Das wäre schon echt ärgerlich. Was macht denn ein Fisch eigentlich? Ach siehst du, da wollte ich mal gucken. Na, ich warte noch ein bisschen. Also, letztes Mal, als ich ihn zerlegt habe, war das auf 18 Stunden. Mal gucken. Obwohl andererseits will ich... Oh! Das ist ja gut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 15 Stück brauchen wir, glaube ich, für Biodiesel, ne? Pass auf, nehmen wir mal alles mit. Njem, 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 njem. Wo ist es? Ja, das kann ich nicht drüber klicken. Mit Alt? Auch doch, mit Alt geht es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hopp. Cool. Der erste Biotreibstoff. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir mal entweder auf Jagd gehen, dass wir Treibstoff kriegen, oder ich muss eben halt irgendwas anpflanzen, ganz viel. Also Kartoffeln wäre jetzt toll, ne? Aber ich weiß nicht, wo ich Kartoffeln herkriegen soll. Oder ich muss mal in die Stadt gehen und gucken, ob ich da Keimlinge finde. Findet man ja auch oft. Oh, hier haben wir ja tolle Sachen. Jetzt haben wir sogar Blei. Das heißt, ich muss auch so einen Ständer bauen, ne? Wo ich das hinlegen kann. Ich weiß nämlich langsam nicht mehr, wo ich den Kram lassen soll. Hier ist auch alles voll. Und da Krimskrams ist auch alles voll. Das heißt, das nächste wäre wahrscheinlich mal... Das ist echt, ich kriege hier nichts mehr unter. So, das Ding können wir mal mitnehmen. Ich kriege hier echt nichts mehr unter, ne? Ich brauche neue Kisten. Weil so ist das irgendwie, das ist totales Chaos. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das, würde ich sagen, machen wir nächstes Mal, ne? Ich mag meine Butze, ich finde es hier total gemütlich und schön. Und ich freue mich über diese runden Ecken. Ich hätte die da jetzt auch gerne gehabt, aber das ging ja mit der Terrasse nicht so wirklich. Okay, alles klar. Bis dahin. Tschüss.